Willkommen zurück zu Resident Evil Village. Im letzten Part haben wir den Bonus-Modus Die Söldner angespielt. Und heute, im voraussichtlich letzten Part, sollte Capcom keine relevanten Story-DLCs ankündigen, kümmern wir uns um den ganzen anderen Bonus-Stuff. Sprich, wir schauen die Making-of-Filme, blättern uns durch das Konzeptart und bewundern die wirklich schön geratenen, hochauflösenden Modelle. Würde aber sagen, wir beginnen mit den Filmen. Darunter schon die beiden, die wir bereits kennen, nämlich die Erinnerungen an Resident Evil 7. Gab es ganz am Anfang im ersten Part. Und das Bilderbuch, ebenfalls im ersten, aber auch im letzten Part. Sollten wir alles gesehen haben. Allerdings nicht, wie es entwickelt wurde. Ein Einblick in den Schaffungsprozess des Bilderbuchs Village of Shadows. Schönes Storyboard. Immer nice zu sehen, wie Konzeptart sich nach und nach entwickelt und lebendig wird. Großartige Arbeit. Als nächstes das Leveldesign von Resident Evil Village. Ein Einblick in das Leveldesign von Resident Evil Village. Wir
ビレッジでレベルデザインを担当している津田です。こちらでは本作におけるレベルデザイン制作について説明いたします。まずはじめに、レベルデザイナーとは大金を作り出す仕事です。実現したいコンセプトやビジョンをもとに感情が動くようなゲーム体験が得られるように空間、演出を用意する仕事です。ディレクターとのやり取りでコンセプトに沿って正しくゲームに反映されているかの確認を行います。バイオハザードの場合は怖いかどうかが大きな判断基準になるので、怖さや緊張感が要求に達しているかの確認も行います。演出やゲームデザインを決めていく際には、非日常的なシチュエーションを没入感を持って体験してもらうために、丁寧な入れ込みの演出や説得力のある空間設計を行うことを意識しています。ビレッジで苦労した点としては、ホラーという限られた枠組みの中で種類の違う体験を用意する必要があるところです。ビレッジに限らず、バイオハザードシリーズのレベルデザイン制作においては、怖いものにアンテナを張っていて、怖がらせることに対して引き出しが多い人が向いていると思います。敵で驚かしたり、パズルでなるほどと思わせたり、さまざまな思考や感情を生み出すことが要求されます。ビレッジでユーザーに体験、見てほしいシチュエーションとしては、いろいろな表情を見せる作り込まれた村を隅々まで体験してほしいです。恐怖を感じつつも住むと、いろいろな体験や発見があるはずです。Ja, also zumindest in der ersten Hälfte des Spiels hat er wirklich einen großartigen Job gemacht. Die zweite Hälfte, da fand ich, hätte man einiges noch ein bisschen besser ausarbeiten können. Aber gerade das Schloss Dimitrescu ist natürlich wirklich krass, und die Horrorerfahrung mit all ihren Facetten, die sie erschaffen haben, insgesamt sehr gelungen. Und ich fand es auch cool, dass er nochmal so grundsätzlich erklärt hat, was denn der Job eines Level-Designers so ist und mit wem er immer im engen Kontakt sein muss und wie das alles dann nach und nach entsteht. Ein sehr wichtiger Posten, wie man sicherlich vorstellen kann. Dann die Entwicklung der Visuals in Resident Evil Village. Ein Einblick in die Charaktere und Kulissen vom Konzept bis zur Umsetzung im Spiel.
schon krass, diese grafische Entwicklungsphase zu sehen. Grafik natürlich auch eines der wichtigsten Aspekte in einem solchen Spiel. Ja, damit wir uns auf 4K auch alle einen runterholen können. Sorry, ich muss es so sagen. Also zumindest ich bin ja da so ein kleiner Fetischist, das gebe ich völlig zu. Ja, mega. Auch wenn es ein Cross-Gen-Titel ist und dementsprechend nicht das volle Maß an Grafikqualität ausschöpfen kann. Ja, so als wenn es für die neuen Konsolen entwickelt worden wäre. So sieht es doch sehr, sehr gut aus. Vor allem eben das Schloss. Und da hat man sich richtig viel Mühe gegeben, um die Details hochzuschrauben. Der letzte Film, die Produktion der Visuals in Resident Evil Village. Ein Einblick in die Produktion der Videosequenzen in Resident Evil Village. Vom Reißbrett über das Motion Capturing in LA bis zur Umsetzung im Spiel. I don't understand why you are so... What the hell? Mia, get down! Chris? What the fuck? Sorry, Ethan. Take him away. I said, get your hands off her! Ethan, no. Because he is in my castle and has already proven too much for my daughters to handle. When I find him, I won't let you down. To hell with the ceremony! That man will pay for what he's done. Furthermore, I can assure you if you entrust the mortal to ask my daughter's life to live the finest cups of his slaughtered blood. He's alive! Tony, shut the fuck up! You mean you'll screw around with him in private, and where's the fun in that? Give him to me. Let's see what you're really made of. Ethan Winters. Let's see what you're really made of. Ethan Winters. Get ready. No! Wait! Man blood. Man blood. Es ist einfach immer wieder geil zu sehen, wie die Sequenzen durch Motion Capturing entstehen. Es ist halt wirklich lächerlich anzusehen, so in dem Sinne, ja, im Studio. Aber schön, was da für tolles Endprodukt dann immer rauskommt.
I like that. Als Außenstehender lacht man sich da halt immer so ein bisschen den Arsch ab. Ich glaube, auch für die Schauspieler ist das sehr, sehr außergewöhnlich. Weil die sowas natürlich eigentlich nicht alltäglich machen. Das ist schon eher ein spezieller Job für die. Okay, next step. Das Konzept Art. Es gibt 120 Bilder und dazu auch noch einige Bildunterschriften. Also da haben wir jede Menge zu tun. Ich bin mal gespannt, was wir so alles Neues finden werden. Ja, natürlich wird mir einiges entgehen, aber dafür gibt es die Kommentare, Leute. Wenn ihr irgendwas Wichtiges zu sagen habt, dann schreibt's gerne rein. Ethan, Mia und Rose. Konzept Art für Familie Winters. Mit Blick auf die Ereignisse in Resident Evil 7 wollten wir Mia ursprünglich im Rollstuhl sitzen lassen. Oh, was? Okay, direkt zum Start ein Schock. Das hätte natürlich der ganzen Sache nochmal sehr viel mehr Dramatik gegeben. Puh. Aber dann hätte man die Story auch ein bisschen umschreiben müssen, glaube ich. Interessant, interessant. Ein Entwurf für die erwachsene Version von Rosemary Winters. Sie trägt Ethans Jacke, in der sie als Baby eingewickelt war. Oh, so schön. Wir wollten einen Eindruck von Evelyns Einfluss vermitteln und haben daher Grün als ihre Themafarbe mit aufgenommen. Es stand auch die Idee im Raum, Rose gegen einige von Ethans Gegnern kämpfen zu lassen. In einer Post-Credit-Scene, oder? Wenn die Story komplett anders verlaufen wäre, meinst du? Okay, okay. Ja, auf jeden Fall hübsche Dame, ne? Darf man ja sagen, da stand erwachsen, also lass ich mir das nicht nehmen. Durchaus hübsch, Rosemary, aber, ja, sie hat durchaus noch was von Evelyn in sich, das stimmt. In der fertigen Version nochmal mehr. Ein paar Designs für Chris Redfield. In ersten Entwürfen sollte er in Zivil bei den Winters auftauchen. Das dritte Bild ist... So kann man sich Chris eigentlich nicht wirklich vorstellen. Also ich zumindest nicht. Witzigerweise habe ich auch häufiger mal in den Kommentaren gelesen, dass einige der Meinung sind, der sieht mir total ähnlich. So, das wäre ich in 20 Jahren. Seitdem ich das immer wieder lese, muss ich sagen, ja, so will ich in 20 Jahren aussehen. Die Hound-Wolf-Squad nennt ihn Alpha. Die Mia, die Chris erschoss, war tatsächlich die verwandelte Miranda. Als sie Rose an sich reißt, ruft Chris sein Team, die Hound Wolves, zur Unterstützung. Jo, das haben wir gesehen. Aber das dritte Bild... Das hätte natürlich den Überraschungseffekt in der ersten Folge nochmal ein bisschen heftiger gemacht. Ja, man hätte ja so machen können, dass er dann reinsteppt und erstmal, ja, die sind zum Essen verabredet, ne? Und dann plötzlich holt er aus seiner Hosentasche eine Knarre raus und erschießt Mia und das Drama nimmt seinen Lauf. Ja, es wäre noch ein bisschen mehr What the fuck, aber ja, ich fand eigentlich die Szene crazy genug, also passt schon so. Hound Wolf Squad, das ist das erste Mal, dass Chris Elite-Einheit in der Welt von Resident Evil in Erscheinung tritt. Sie wurde gegründet, um die Lycans zu bekämpfen, woraus sich auch ihr Name ableitet. Hound Wolf Squad. Von links nach rechts Amber Eyes, ein erfahrener Scharfschütze, Kanin, ein junger Hundeführer, Lobo, Maschinengewehrschütze, Night Howl, Fernmelder, Tundra, ehemaliges Mitglied der Drug Enforcement Administration. Okay. Charakterentwürfe für die Dorfbewohner. Die Zuflucht in Luisas Haus suchen. Von links nach rechts, Leonardo, Elenas Vater, Elena, Luisa und Julian. Elena tut mir immer noch leid.
Die Charakterdesigns für die anderen Dorfbewohner, die Ethan in und um Luises Haus trifft. Von links nach rechts Sebastian, Anton, Roxana und die Hexe. Bei der Hexe muss ich sagen, ich hätte mir da eigentlich gewünscht, dass sie vielleicht noch eine größere Bedeutung hat. Ja, man kann das machen, dass das die ganze Zeit Miranda war, aber ich weiß nicht, warum hat sie uns denn dann nicht früher aufgehalten? Wobei andererseits, sie hat uns ja auch gebraucht, um die vier Grafen loszuwerden. Naja, okay. Aber ich hätte mir trotzdem gewünscht, dass die vielleicht eine größere Bedeutung im Spiel hat. Duke der Kaufmann. Ein Entwurf für den Duke, den Kaufmann. Er sollte ursprünglich mit einem völlig außer Kontrolle geratenen Wagen im Spiel auftauchen, was jedoch während der Entwicklung verworfen wurde. Ein außer Kontrolle geratener Wagen. Ja, also ich finde, so wie es letztlich war, sehr genial. Passt. Der Parasit Cadu. Diese Parasiten sind der Schlüssel zur Geschichte von Village. In Kombination mit vier Flügeln, die für die vier Grafen stehen, sind sie auch Teil des Designs des Dorfwappens. Der goldene Ring symbolisiert die Sonne, den Raum und die Ewigkeit. Der Gedanke hier ist, dass die Sonne, die Seele und alles, was sie umgibt, grenzenlos sind. Der Parasit in der Mitte versinnbildlicht Rose's zentralen Platz in der Geschichte. Ja, schönes Konzept. Und ekliges Ding. Überreste. Die Überreste, die besiegte Gegner hinterlassen, wurden Ornamenten nachempfunden. Bei ihrem Zerfall verwandeln sich die Zellen der Kreaturen in Kristall. Crazy. Oh, ach, man kann da auch noch hier. Will ich aber gar nicht. Sorry. Die Siegel der vier Grafen. Die Siegel der vier Grafen des Dorfes. Lady Dimitrescus Siegel zeigt eine Blume und zwei gekreuzte Schwerter. Das Design bildet darüber hinaus in der Mitte ein Kreuz, wie es oft mit Vampiren in Verbindung gebracht wird. Donners Siegel zeigt einen Mond und eine Sonne, Symbole aus Fantasie und Wirklichkeit und gleichzeitig Donner als das Dunkle und Angie als das Helle. Moreau's Siegel zeigt eine Meerjungfrau, ein himmelweiter Unterschied zu seiner unheimlichen Fischmenschengestalt. Heisenbergs Siegel zeigt Pferd und Hufeisen, beides Zeichen seiner Stärke und Robustheit. Das Design des Pferds soll an die Schachfigur des Springers erinnern. In ersten Entwürfen war jedes Siegel in den Deckel eines zugehörigen Buchs eingebracht. Hoffentlich auch cool eigentlich. Aber wir hatten ja sowas Ähnliches dann kurz vor Ende, ne? Als man die ganzen abschließenden Infos zu Miranda und den Grafen erfahren hat. Lycan. Dies ist das grundlegende Design für die Lycans. Das Konzept war primitive Zombies. Ja, passt gut. Worauf aufbauend wir die wilden Wolfsmenschen-ähnlichen Kreaturen schufen. Good job, würde ich sagen. Für die Lycans gab es eine ganze Reihe an Entwürfen, so viele wie noch nie in der Geschichte von Resident Evil. Echt? Ah, okay. Stimmt, was ist denn eigentlich mit den Reitern geworden? Die gab es ja in der einen Szene in Part 2, als man überfallen wurde, ne? Aber die sind dann irgendwie nicht mehr aufgetaucht. Zumindest ohne ihre Pferde. Naja. Diese grausame Kreatur stammt von den Lycans ab. Der Übergang zwischen menschlichem Haar und tierischem Fell ist fließend, wobei das Menschenhaar vollständig ergraut ist. Sehr bedrohlich und sehr cooles Design. Urias ist der Anführer der Lycans. Einst war er auch Anführer des Dorfes, doch jetzt ist er nur mehr ein Schatten seiner selbst. Urias Shayer ist sein älterer Bruder. Ähnlich wie bei den Dorfbewohnern basieren ihre Haare und Kleidung auf dem New Look der 60er Jahre. Den Anstoß zu ihrem Design gab das japanische Fabelwesen Hashaku-sama, wörtlich 8 Fuß große Frau. Alkina Dimitrescu wurde außerdem als Vampirin entworfen.
Sie trägt 3 schwarze Rosen in der Nähe ihres Herzens, von der jede eine ihrer Töchter repräsentiert. Cool, cool. Ja, auch absoluter Hype um diesen Charakter. Ich mag sie auch. War mein Lieblingsbösewicht. Und schade, dass es nur der erste Akt des Spiels war. Ich hätte wirklich auch ein Game gefeiert, wo man nur im Schloss Dimitrescus umhergelaufen wäre. Lady Dimitrescus Töchter. Von links nach rechts, Bella, Cassandra und Daniela. Jede von ihnen hat eine Blume auf die Stirn tätowiert. Ja, ich bleib dabei. Die linke und die Mitte schmeckt. Die weiblichen Gegner aus den Schlosskatakomben. Männer beraubt die Lady ihres Blutes, während sie Frauen in Kreaturen verwandelt, die ihr dienen müssen. Holy shit. Im Spiel mag es etwas schwer erkennbar sein, aber tatsächlich sind alle Gegner im Schloss weibliche Sklaven. Ja, ich hatte es ja so ein bisschen vermutet, zumindest in den Katakomben, ne? Weil da ja nur Frauen eingesperrt waren. Aber bei den anderen war ich mir nicht ganz sicher. Macht aber Sinn, weil es stand ja auch in den Notizen geschrieben, dass hier nur Frauen sind. Crazy. Samka. Die fliegenden Gegner, die auf dem Schlossdach erscheinen. Genau wie die Moraikas waren sie einst normale Frauen, die in Sklavinnen verwandelt wurden. Mit ihren langen Zungen trinken sie Blut. Ja, dann guten Appetit. Sorry, ich wollte das natürlich noch ohne den Hut zeigen. Mutierte Lady Dimitrescu. Dracula, eines der Motive für Lady Dimitrescu, bedeutet auch Drachenkind. Daher entschieden wir uns für das Vampir-Drachen-Design. Crazy. Ihre Motivfarben, weiß, rot und schwarz, kombinierten wir mit Schlüsselelementen traditioneller für Resident Evil typischer Monster-Designs. Ihre Schuppen sind in Wahrheit Ansammlungen aus sich verklumpenden Zellen. Jede der Boss-Transformationen der 4 Grafen ist eine vergrößerte, verwucherte Version ihrer selbst. Bei Lady Dimitrescu also ein ungewöhnlich großer Vampir mit riesigen Schneidezähnen. Ja, war auch der heftigste Bosskampf so von der Inszenierung, fand ich. Gefolgt von Miranda. Vielleicht ein bisschen schade, dass der Finalboss nicht noch mehr reingeknallt hat. Aber Lady Dimitrescu ist ja auch der geheime Star dieses Spiels. Sodass sie sogar noch einen Detailentwurf bekommt. Hier sieht man im Detail, wie der menschliche Körper am Rücken mit dem Rest des Körpers verbunden ist. Aufgrund des Einflusses durch den Parasiten wachsen aus Lady Dimitrescus vergrößerten Zellen haarähnliche Ranken. Ja, die hatte ja jeder Boss. Sehr eklig. Die Puppenmacherin Donna und ihre Puppe Angie. Donna trägt schwarze Trauerkleidung, während Angie ein weißes, geblümtes Hochzeitskleid anhat. Sie stehen jeweils für Tod und Leben. Also ich hoffe, dass wir zur Beneviento-Familie noch ein DLC bekommen werden. Ihre Schwester Claudia ist ja auch extrem früh verstorben, ne? Da hatte ich ja im Let's Play die dumme Aussage getätigt, von wegen ist es die Mutter. Ja genau, mit 9 Jahren, ist klar. Da kann man noch was draus machen. Was zum Teufel ist denn da passiert? Angies Gesicht basiert auf dem Beneviento-Siegel, das Sonne und Mond zeigt. Und ich halte es auch für sehr wahrscheinlich, dass Donna vermutlich deswegen so durchgedreht ist. Auch Donnas Gesicht basiert auf diesem Siegel, wobei der vernarbte Teil vom Parasiten verursacht wurde. Das Konzept für sie war das eines Geistes. Die Puppen der Familie Beneviento, die Donna gemacht hat. Ja, schöne Puppen, Kapi. Genauso wie das hier. Einfach mal das Gruseligste aus dem Spiel. Baby ist ein 2-3 Minuten altes Mädchen von 1,80 Größe und 2,30 Länge, das aus der Mia-Puppe erschaffen wurde. Sie zieht beim Kriechen ihre Nabelschnur hinter sich her und nennt Ethan Dada. Digga, allein diesen Text zu lesen, gibt mir schon wieder Gänsehaut, ey. Sie kann gerade einmal mühsam ihr linkes Auge öffnen und nimmt alles in den Mund. Wenn
Sie findet, was sie sucht, verschlingt sie es augenblicklich. Yo, da müsst ihr euch mal die Death-Scene zu anschauen. Das ist echt absolut... Bäh. Sie hat keine Zähne und sabbert unwillkürlich. Ihre Hände und Füße sehen aus wie die eines echten Babys. Bruder. Also... Da sind die Entwickler wirklich zu weit gegangen. Moreau hat sich aus den Knochen der Dorfbewohner eine Krone gefertigt. Von den vier Grafen ist er der, der am schlimmsten vom Parasiten zerfressen wurde. Ja, der hat halt wirklich was vom Glöckner von Notre Dame, ne? Sein Designkonzept ist das einer Kreatur, die halb Mensch, halb Fisch ist. Dazu haben wir ein paar abstoßende Teile von Meereskreaturen in seinen Design integriert, wobei er gleichzeitig als Monster erkennbar sein sollte, wie man es typischerweise aus Resident Evil kennt. Aber im Gegensatz zu anderen Kreaturen in der Serie kann er auch nach seiner Transformation noch immer die menschliche Sprache sprechen und verstehen. Ein Monster, das sich auszudrücken weiß, ist eher eine Seltenheit. Naja, der hat ja nur rumgeheult. Sein Gehirn ist geschwollen und breitet sich über seinen Rücken aus, auf dem Augäpfel wachsen. Sein Design basiert unter anderem auf dem japanischen Wasserfabelwesen Kappa. Was? Okay, also... Durch und durch weird. Da ist er ja in der Gestalt fast schöner, finde ich. Moreaus mutierte Form ähnelt sehr stark einem Wasserlebewesen. Das Thema für die Transformation der vier Grafen in den Bosskämpfen ist Verwucherung und Moreaus Version ist ein riesiges Meereslebewesen, das mit froschleichähnlichen Augen übersät ist. Er benutzt seine riesigen Arme und Beine sowie seinen gigantischen fischähnlichen Körper, um zu schwimmen. Dieser Entwurf diente der Veranschaulichung von Moreaus Brechattacken sowie des humanoiden Körpers im Maul der monströsen Kreatur. Wir haben versucht, den unheimlichen Charakter seines aquatischen Ichs mit jeder seiner Bewegungen und Angriffe rüberzubringen. Ja, der Bosskampf war cool, eklig und wir hatten da auch ein bisschen Glück, dass wir von dieser Säure nicht getroffen wurden, weil die ist, wie ich hörte, sehr stark. Er hier hat auch sehr viele Fans. Manche feiern ihn auch mehr als Lady Dimitrescu. Karl Heisenberg. Als Grundlage für Heisenbergs Konzept diente hauptsächlich Frankenstein. Ja, das konnte man sich denken, nachdem man durch die Fabrik spaziert ist. Wir wollten einen coolen, grauhaarigen Typen mit Kante. Er raucht kubanische Zigarren. Aber die Transformation habe ich nicht so gefühlt. Also, das war schon irgendwie gigantischer Quatsch. Zwar auch ein cooler Kampf, ja, aber ich hätte es mir anders gewünscht. Wir entschieden uns für einen Look, der im absoluten Gegensatz zu seiner menschlichen Form steht. Das habt ihr geschafft. Die Idee hinter dem Design des riesigen Maschinenmonsters ist, dass er Schrott benutzt, der in der Fabrik verstreut ist. Er besitzt nicht nur Waffen aus Panzern und Flugzeugen, sondern auch Berge von Schrott, die bei der Massenproduktion seiner Experimente anfallen. Joa. Das ursprüngliche Design basiert auf der Raupe der Schmetterlingsart Citeronia splendens, dem nächsten Animal Crossing per DLC, Kapi. Wir wollten, dass er aussieht, als bewege er sich auf Panzerketten. Er sollte schneller als jeder andere Boss sein. Naja, das also war ja jetzt nicht unbedingt, eigentlich. Fand ich zumindest. Während der Entwicklung haben wir diese Gegner lange Zeit Drillman genannt, da bei ihnen ein Arm durch einen Bohrer ersetzt ist. Also der Name ist cooler als Soldat 1, Capcom. Die Idee hier ist, dass diese Gegner einen Reaktor in die Brust implantiert haben, in dem der Parasit steckt und als Verbrennungsmotor fungiert. Die Schutzbrillen, die sie tragen, dienen Heisenberg als Kontrolleinheit. Soldat Panzer, vor dem ich immer davon gelaufen bin und mich nicht getraut habe, mich ihm zu stellen. Tatsächlich kann man ihn aber auch besiegen mit ein paar Minen, dann wird die Panzerung weggesprengt und seine Schwachstellen tauchen auf.
Wir haben die Gegner in der Fabrik bewusst anders als andere Gegner gestaltet. Sie sollten einschüchternd wirken, gleichzeitig aber auch Erwartungen bei den Spielern wecken. Die Idee für dieses Design entstammt mittelalterlichen Rüstungen und Helmen. Ja, ist ihnen auf jeden Fall auch gelungen. Nichtsdestotrotz war mir das alles ein bisschen zu verworren und actionlastig. Ihr Spitzname während der Entwicklung war Jet Drill. An ihrem Rücken sind Jetpacks eingebaut und ihr Kopf erinnert an Kampfflugzeuge. Warum sind denn alle Entwicklungsnamen besser als die letztendlich gewählten? Das Design ist dem Aussehen von Pfeilschwanzkrebsen nachempfunden. Wir haben Vorder- und Rückseite grundverschieden gestaltet, damit der Rücken besonders abschreckend wirkt. Also ich finde sie von vorne bedrohlicher eigentlich. Ah, der Lappen. Der Propeller an seinem Kopf besteht aus 3 Kettensägenblättern. Er hat es fertiggebracht, an den rotierenden Klingen seine eigenen Arme abzusägen. Lost. Sturms Spitzname während der Entwicklung war Propellerman und er war vorübergehend als Heisenbergs wahrer Vater geplant. Hä? Lol. Also hier bin ich jetzt einmal der Meinung, dass der Name Sturm cooler ist als Propellerman. Und das mit dem Vater ist ja mal mega lul. Schade, dass sie das nicht durchgezogen haben. Urias Schreier. Im Gegensatz zu anderen Kreaturen hat sich der Parasit bei diesem Wesen auf ganz andere Weise manifestiert. Wir schufen ihn als Bewacher des Megamyzeten. Die Version im Spiel schwingt statt eines Hammers einen gigantischen Streitkolben. Urias ist sein jüngerer Bruder. Ich muss zugeben, ich dachte, das wäre derselbe gewesen. Also, dass der vielleicht nochmal wieder auferstanden ist, aber ja, wir haben ja vorhin schon gelesen, sein Bruder. Wieder was gelernt hier. Miranda. Mutter Mirandas Designkonzept ist das einer Krähenkönigin. Ihr kommt die Rolle einer religiösen Führerin zu. Sie ist hinter Rose her und in der Lage, alles und jeden zu imitieren. Die Flügel auf ihrem Rücken sind aus Schimmel, wodurch sie sie frei kontrollieren kann. Ihr altes, abgetragenes Kleid ist Zeichen ihrer langen Herrschaft über das Dorf. Da sie der Ursprung allen Übels dieser Geschichte ist, spiegelt sie sich auch in dem Motiv für den Talisman von Woolwich wieder. Auf ihrer Stola sind die Siegel der 4 Grafen zu sehen, ein weiteres Zeichen ihrer Herrschaft. Schon auch cooles Design. Hier ist sie nicht mehr ganz so hübsch. Mutierte Miranda. Der Schimmel quillt aus ihrem Körper hervor und ihr Mund und ihre Haut beginnen zu bröckeln. Aufgrund des stabilisierten Rückgrats in der mutierten Form erscheint auch ihr Heiligenschein größer. Sie hat ein langes Leben hinter sich und in der Gestalt tritt ihr Alter sichtbar zutage. Wir wollten den Kampf gegen Miranda nicht als bloßes Event, sondern als einen wirklich fordernden Bosskampf gestalten. Daher entschieden wir uns bewusst für ein Design, bei dem ihre menschliche Fassade intakt ist. Okay, okay. Ja, auf jeden Fall war der Bosskampf nicht einfach. Ich glaube, ich musste 4 Heilmittel verwenden und es war nicht ganz easy. Auch die Magnum musste helfen. Also ja, doch, schon ein cooler Bosskampf. Mutter Miranda, fliegende Form. Miranda benutzt das Netzwerk aus Schimmel, um auf das genetische Erbgut verschiedener Lebewesen, die sich im Speicher des Megamyzeten befinden, zuzugreifen. Sie benutzt diese Fähigkeit, um während des Kampfes ihre Gestalt zu verändern. Sie hatte auch einige Formen, was ich sehr cool fand. Die Spinne vor allem. Mirandas riesige Spinnenform. Das Konzept für das Bilderbuch basiert auf Aufklappbilderbüchern sowie Shigiri-e, einer japanischen Kunstform, bei der Papier zerrissen und zu Bildern zusammengesetzt wird. Die Hauptfarben für Woolwich sind Gold, Metallic Schwarz und Schneeweiß. Alle 3 kamen im Bilderbuch zum Einsatz. Die Konzeptart für die Familie im Bilderbuch. Sie erinnern an Ethan, Mia und Rose und die Haarfarbe des Mädchens in der Geschichte ist dieselbe wie die der erwachsenen Rose. Eine Konzeptart für den Fledermauskönig aus dem Bilderbuch.
Sein weißes Fell schlägt die Brücke zu Deli Dimitrescu. Die drei schwarzen Fledermäuse verkörpern ihre Töchter. Die Vampirfledermaus symbolisiert die Verbindung zu Dracula. Die Designs für den Fischkönig und den finsteren Weber basieren jeweils auf Moreau bzw. Donna. Für das eiserne Ross und die Hexe standen natürlich Heisenberg bzw. Miranda Pate. Konzeptart für das Bilderbuch. Die Mutter und ihr Kind gehen in den Wald. Das Kind verläuft sich im Wald. Konzeptart für das Bilderbuch. Mutter und Vater gehen in den Wald, um ihre Tochter zu retten. Der Vater bekämpft die Hexe, während die Mutter mit dem Kind flieht. Konzeptart für den Prolog von Village. Mia liest Rose aus dem Bilderbuch vor. Schönes Bild, by the way. Konzeptart für den Prolog von Village. Chris erschießt Mia und nimmt Rose mit. Weniger schön. Also gezeichnet schon sehr geil, aber ja, ihr wisst, was ich meine. Chris nimmt Rose. Die Szene meinte ich mit den Pferden. Da kamen einige mit Pferden angeritten, aber danach nie wieder, ne? Wir haben bei der Entwicklung von Village einiges versucht und vieles wieder verworfen, aber es sollte immer ein Survival-Horror-Spiel werden. So entstanden die Lycans. Ja, sie hätten es am Ende nicht so sehr in diese Action-Schiene manövrieren müssen, finde ich. Aber gut. Ein Blick auf das Dorf und das gewaltige Gebirge im Hintergrund. Dieses Bild entstand am allerersten Entwicklungstag. Ui. Diese Konzeptart einer Hütte sollte dem Team die Rendering-Qualität demonstrieren, die wir uns in diesem Spiel wünschten. Keine geringen Ansprüche auf jeden Fall. Eine große Windmühle hinter einem Friedhof. Das Tor, das das Dorf mit Schloss Dimitrescu verbindet. Das Relief zeigt eine junge Frau, die das Dorf vor langer Zeit vor einem bösen Dämon beschützte. Konzeptart für das Feld vor Luisas Haus. Die Vogelscheuche hat keine besondere Bedeutung, aber es sind ein paar Gebilde aus Ziegenknochen zu sehen, die das Böse fernhalten sollen. Ja, das hat nicht so geklappt, glaube ich. Die Dorfbewohner, die den Lycans entkommen konnten, drängen sich in Luisas Haus. Die Lycans sollen wilde, grausame Bestien sein, aber wir wollten gleichzeitig auch vermitteln, dass es soziale Kreaturen sind, die in Rudeln zusammenleben. Ah ja. Es war eine der größten Herausforderungen, die Balance zwischen intelligentem Leben und wilder Natur zu finden, in diesem Bild wie im Spiel. Ja, das glaube ich. Aber auch das Bild ist sehr heftig. Feier ich. Konzeptart für Ethans Verhandlung. Miranda und die Grafen begannen bereits vor langer Zeit diesen Ort zu nutzen, um über das Schicksal von Ketzern zu verhandeln. Von links nach rechts. Lady Dimitrescu, Donna, Miranda, Moreau und Heisenberg. Ihre Positionen und die Art, wie sie sich geben, sind Spiegel ihrer Persönlichkeit und ihres jeweiligen Status. Ja, und demnach waren Dimitrescu und Heisenberg auf jeden Fall ebenbürtig, ne? Der Weinberg vor Schloss Dimitrescu, von dem die Lady die Reben für ihren Wein bezieht. Ihre Töchter sind gerade dabei, eines ihrer Opfer aus dem Dorf ins Schloss zu zerren. Was ich auch von Schloss Dimitrescu sehe, ich hätte mir so gerne mehr gewünscht. Es war geil, aber dann doch etwas zu kurz. Schloss Dimitrescu ist gruselig, zieht einen mit seiner Bildsprache aber gleichzeitig in den Bann. Diese Statuen sind dafür ein gutes Beispiel. Lady Dimitrescus Ankleidezimmer. Sie besitzt ausschließlich rote und weiße Kleider.
Das Verkostungszimmer im Gewölbe des Schlosses, wo Lady Dimitrescu ihre Opfer zur Ader lässt, um daraus Wein zu machen. Lecker. Lady Dimitrescu sieht sich im Weinkeller um, während Ethan durch die Kellergänge kriecht. Oh, das war so eine schreckliche Szene, Alter. Da hatte ich so Schiss. Kunstsammlung. Ein Raum voller Schätze und Kunstwerke. Hier wollten wir ursprünglich das Kugellabyrinth platzieren. Oh, ja. Hätte man auch machen können. Das hätte jetzt nicht unbedingt beim Duke sein müssen, finde ich. Todesmaskenstatuen. Links ist eine der Statuen mit den Engelsmasken zu sehen. Daneben die Konzeptart für den schmiedeisernen Schlüssel und schließlich das zugehörige Siegel auf einer Tür. Der Raum mit den vier Statuen. Graf, Gräfin, Dienstmädchen und Bauern. Der Graf verlangt von den Bauern die Ernte, gibt sie dem Dienstmädchen, die das finale Produkt ihrer Gräfin übergibt. Kleines, aber feines Rätsel. Wie sieht Dimitrescu denn auf dem Bild aus? Aus dieser Szene wurde letztendlich das Telefongespräch zwischen Lady Dimitrescu und Miranda. War eine geile Szene. Wir entwarfen verschiedene Schlüsseldesigns. Sie sollten Lady Dimitrescus Siegel tragen und Ausdruck ihrer Weiblichkeit sein. Letztendlich fiel die Entscheidung auf das Design mit der ungewöhnlichsten Silhouette. Ja, ich finde die alle ganz schön. Außer vielleicht den siebten. Also meine Favoriten von den alternativen Dingern sind 4 und 6. Oh, wobei 5 ist auch geil mit der Krone. Erinnert mich aber zu sehr an einen Fußballverein, den ich nicht mag. Also 4 und 6. Sorry. Tür im Schloss Dimitrescu. Die Tür sollte optisch mit dem Dekor von der Dimitrescu-Schlüssel übereinstimmen. Die Tür, die dem Siegel am nächsten kam und die die verlockendste Gesamtwirkung hatte, schaffte es schließlich ins Spiel. Aber die Nummer 4 ist auch sehr nice. Lady Dimitrescu verwüstet mit ihren langen, scharfen, clownartigen Fingernägeln das Gewölbe. Hobbylos. Konzeptart der fliegenden Gegner auf dem Dach des Schlosses. Der Schlossturm, in dem Ethan schließlich gegen Lady Dimitrescu kämpft. Dieser Bereich sollte ursprünglich als Lager für ausgediente Waffen dienen. Das Messer, mit dem Ethan Lady Dimitrescu verletzt, woraufhin sie sich in ein gigantisches Monster verwandelt. Die Überlegung hinter dem Dolch war, dass mit dieser Waffe einmal ein Anschlag auf Lady Dimitrescu verübt worden war. Sie schloss den Dolch zusammen mit der Leiche des Attentäters im Turm weg, weil er für sie weiter eine Bedrohung darstellte. Die Klinge mit der außergewöhnlichsten Form und den ausgefeiltesten Blumendetails wurde schließlich zum finalen Design erkoren. Ja, aber wenn er eine Bedrohung ist, warum lässt sie ihn denn dann immer noch in ihrer Nähe? Das verstehe ich nicht ganz. Das gesamte Gebiet um Haus Beneviento, in dem Donna und ihre Puppen leben, ist in dicken Nebel gehüllt. Alles ist in dichten Nebel gehüllt, Leute. Die Hängebrücke, die das Tal mit dem Dorf verbindet. Wir hatten eine Szene geplant, in der Ethan von Gegnern über die Brücke gejagt wird. Ja, cool, wieso nicht? Schade, dass das nicht passiert ist. Konzeptart für den Garten, der zum Haus Beneviento führt. Ein großes Blumenbeet mit einem riesigen Grabstein in der Mitte. Donna hat darum weitere kleinere Gräber für kaputte Puppen angelegt. Donna ruft mit Hilfe dieser gelben Blumen bei anderen Halluzinationen hervor. Ach, da waren die. Ich dachte, die waren einfach überall so verstreut, aber nein, die waren da ja geballt. Ach so, ist mir gar nicht wirklich aufgefallen. Okay.
Das Aussehen und der Grundriss des Hauses standen im Großen und Ganzen von Beginn an fest und wurden kaum verändert. Wir haben viel Zeit in ein qualitativ ansprechendes Design investiert. Ja, die Location war nice. In früheren Entwicklungsphasen war es jedoch als das Haus der Dorfärztin geplant, nicht als ein Haus mit Puppen. Donna sollte die Dorfärztin sein und Angie existierte überhaupt nicht. Okay. Wir hatten auch überlegt, Donna eine wirklich schreckliche Vergangenheit zu geben, in der sich ihre Familie in den Wasserfall hinabstürzte. Das wiederum finde ich cool. Das mit der Ärztin allerdings, ja, ist jetzt schwierig zu sagen, weil wir nicht wissen, wie das Kapitel ansonsten verlaufen wäre. Aber ich denke, wir sind uns alle einig, dass Kapitel 2 ebenfalls sehr, sehr nice war und das schon alles so in Ordnung geht. Außerdem können sie ja immer noch jede Menge Backstory per DLC hinzufügen. Ich finde wirklich, dass Beneviento dafür am meisten geeignet wäre. Der Raum im Keller von Donnas Haus, in dem die Mia-Puppe hergestellt wurde. Das Gesamtkonzept des Raumes ist größtenteils unverändert, aber es ist eine frühere Version von Angies Design zu sehen. Ja. Das finale Design finde ich eigentlich relativ perfekt. Sehr, sehr gruselig. Das, was da jetzt zu sehen ist, eher nicht. Die Mia-Puppe sollte von Anfang ein Puzzle im Stil einer japanischen Himitsubako, also eine Art Puzzlewürfel sein. Passend zum ursprünglichen Konzept von Donnas Haus als dem Haus der Dorfärztin sah der Plan statt der Puppe eine Leiche vor, die wie Mia aussieht. Oh, Bruder. Dann doch lieber Puppe. Konzeptart für eine Szene, in der Ethan auf Moreau trifft, der nach Leichen für seine Experimente sucht. Auch das schade, ne? Das hat man nur in so einem Buch gelesen, so. Aber man hätte dem ganzen Kapitel noch deutlich mehr Grusel hinzufügen können durch sowas. Es stand bereits relativ früh fest, wie Ethan von der Windmühle nach unten kommt. Wir hatten eine abstoßende Location vor Augen, deshalb gaben wir der Kulisse und allem darin passend zu Moreau eine Atmosphäre, die einen vor Ekel erschaudern lässt. Ja. Okay. Konzeptart für die Szene, in der Ethan auf Moreau trifft. Im Hintergrund ist Heisenbergs Fabrik zu sehen. Wir wollten ursprünglich ein europäisches Fischerdorf erschaffen, was sich allerdings als zu kompliziert herausstellte. Daher entschieden wir uns für das Setting mit dem überfluteten Dorf. Mhm. Die Kurbel zur Bedienung der Windmühle ist mit einem sagenumwobenen Seeungeheuer, dem Riesenkraken, verziert. Uns kam die Idee, das Wasser über ein riesiges Schleusentor abzulassen, weshalb wir natürlich ein geflutetes und ein trockengelegtes Areal erschaffen mussten. In der frühen Entwicklungsphase sollte Ethan noch das Schleusentor überqueren, um zur Fabrik zu gelangen, nachdem er alle Siegel gefunden hat. Naja, dieser Aufzug mit den Flakons hatte was. Passt schon so. Konzeptart für die Szene, in der Ethan die Hexe trifft. Hier erhält er außerdem den geflügelten Schlüssel. Ja, aber was mir noch mal jemand erklären muss, ist, warum Miranda denn überhaupt Ethan hilft. Damit er die Grafen killt, oder? Okay, aber warum? Kann sie es nicht selber machen? Oder war das Teil der Zeremonie? Also zwingend notwendig? Das ist es halt, was ich meinte, von wegen, man hätte so die Story auch noch ein bisschen besser erklären können. Naja, Ruinen der vier Königsstatuen. Vier Königsstatuen und ein Kelch in ihrer Mitte. Die Statuen repräsentieren die vier Gründer des Dorfs, die einst den Kelch beschützten. Der Kelch des Giganten auf seinem Podest. Beim Design des geflügelten Schlüssels sieht man deutlich die Verbindung zum Dorfwappen. Ja. Nach rechts geht es zu Donners Haus. Der Weg durch das Tor führt zu den Ruinen mit den vier Königsstatuen.
die Kreuzung mit dem runden Podest in der Mitte. Das Bild lässt erahnen, dass sich von hier aus die verschiedenen Bereiche des Spiels erstrecken. Ja, es war ja dann letztlich so ähnlich, ne? Dieses Design hatten wir ursprünglich für Resident Evil 7 kreiert. Es wurden lediglich minimale Änderungen am Logo vorgenommen. Der Trinkrucksack auf dem Rücken trägt zum ungewöhnlichen Look bei. Die BSAA ist zu einer verdorbenen und moralisch fragwürdigen Organisation verkommen, die Soldaten einsetzt, die mit einer neuartigen Technologie erschaffen wurden. Uff. Ja, deswegen hat sie Biowaffen geschickt. Das wird safe Thema in Resi 9. Dies war einst ein Sägewerk, das die Dorfbewohner nutzten, doch jetzt ist es in den Händen der Lycans, denen es als Unterschlupf dient. Ja, im fertigen Spiel war da ja der Kannibale, ne? Mhm. Und nachher kamen noch ein paar Lycans hinzu. Konzeptart für den Unterschlupf der Lycans. Lycans unterscheiden sich in ihrer Intelligenz und Stärke von Zombies, Ganados und Magini, was sich auch im Design ihrer Behausung widerspiegeln sollte. In den Tiefen des Lycan-Baus, schon zu Beginn planten wir einen Kampf in einem sich weit nach oben erstreckenden Areal. Konzeptart für die Brücke zu Heisenbergs Fabrik. Rechts neben der Fabrik sieht man, wo es ursprünglich zu den Ruinen gehen sollte. Sturm jagt Ethan, einen engen Korridor entlang, und reißt dabei alles mit sich. Da habe ich mich schon sehr erschrocken, das erste Mal. Die gigantische Kaverne der Fabrik und Ethan, der von Heisenberg in einen Schacht hinabgestoßen wird. Eine Gießanlage, die mit Hilfe von Kokillen Objekte in Eisen gießt. Die Idee, einen Schlüssel mit einer derartigen Vorrichtung zu erschaffen, kam uns bereits in einer frühen Entwicklungsphase. Ja, das war eine coole Idee. Das habe ich gemacht. Dieser Raum war eigentlich nur als Gießerei vorgesehen, aber irgendwann begann Heisenberg, dort auch seine kranken Experimente durchzuführen. Von hier aus führt ein versteckter Gang zum Maschinenraum. Oh, hör mir auf, ey. Also da habe ich mich gar nicht mehr zurechtgefunden mit den 1000 Gängen. Lost. Der mit riesigen Kolben betriebene Maschinenraum. Der Kampf im Zerkleinerungsschacht. Hier sieht man frühe Designs für Heisenbergs Soldat-Jet-Modell. Anfangs hatten wir einen Ort vor Augen, an dem sie sich frei in alle Richtungen bewegen können. Gott, nein, bitte nicht. Das Pferd sollte viel Kraft ausstrahlen, genau wie jenes, das in Heisenbergs Siegel zu sehen ist. Entwürfe für den Spielablauf bis zum Kampf gegen Heisenberg. Ethan sollte zur Dämmerung in den Schacht stürzen und bei seiner Rückkehr einen schwarzen, stürmischen Nachthimmel vorfinden. Der generelle Ablauf stand bereits früh in der Entwicklung fest. Es wundert mich fast. Aber ich hätte jetzt ehrlich gesagt gedacht, dass sie dieses ganze Action-Szenario und so eher gegen Ende noch irgendwie reingeklatscht haben. Aber gut, scheinbar nicht. Konzeptart für den Kampf gegen Heisenberg. Schon in den ersten Phasen der Entwicklung stand fest, dass in diesem Kampf ein Kampffahrzeug zum Einsatz kommen würde. Der einzige Unterschied ist, dass Heisenberg in der finalen Version nicht, wie ursprünglich angedacht, durch umfallende Strommasten sein Leben lässt. Na, okay. Wir dachten uns, dass Heisenbergs Fabrikhof sicher voller Schrott und Fahrzeuge ist, die er während des Kampfes benutzt. Konzeptart mit Chris Redfield. Er zeigt einen Kampf zwischen drei verfeindeten Parteien, Chris, der BSAA und den Lycans. Vor einem blutroten Mond verzehrt der Schimmel langsam das Dorf und die Zeremonie nähert sich ihrem Höhepunkt.
Während die Zeremonie ihren Lauf nimmt, fallen die Lycans den pflanzenähnlichen Ranken des Schimmels zum Opfer und das Dorf stürzt ins Chaos. Chris findet in ein paar Ruinen den Megamyceten. Es ist ein gigantischer Klumpen aus Parasiten, die sich zu einer abstoßenden Form zusammengeschlossen haben. Es wird offenbart, dass alles hier begonnen hat und dies das Zentrum des Netzwerks des Pilzes ist. Er bereitet seine Wurzeln bereits aus, Jahrhunderte bevor Miranda ihn fand und sich seine Macht aneignete, um zu einer mächtigen Anführerin zu werden. Bei seinem Weg durch die Ruinen findet Chris Mirandas Labor, wo die echte Mir festgehalten wird. Konzeptart für Ethans letztes Gefecht. Hier ist Miranda in ihrer Hexengestalt zu sehen, wie sie Rose bei der Zeremonie benutzt. Das hätte man doch gerne noch hinzufügen können, oder? Das hätte ich cool gefunden. So. Weil ich mochte die Hexe. Die Pilzranken überwuchern die vier Königsstatuen. Sie sehen aus wie Flügel. Konzeptart für Ethans Kampf gegen Miranda auf dem vom Pilz bedeckten Zeremonienplatz. Wir überlegten, wie die Gegner in Village aus der Ich-Perspektive aussehen. Visualisierungen wie diese sind essentiell, um sich ein Bild vom Gameplay machen zu können. Ja, verständlich. Ethan bekämpft Miranda in Spinnenform. Ethan bekämpft Miranda in der fliegenden Form. Konzeptart für Ethans letzte Schritte. Er und Chris fliehen aus dem Dorf. Aber die jetzt vom riesigen Parasiten absorbierte und vor Wut rasende Miranda will nicht zulassen, dass man ihr Rose wegnimmt. Sie sieht aus wie das Symbol des Dorfes mit dem Parasiten und den Federn. Die erwachsene Rose liest aus dem Bilderbuch, aus dem ihr ihre Eltern immer vorlasen, als sie klein war. Sie hat einen Blumenstrauß für Ethans Grab bei sich. Chris gab ihr Ethans Jacke und Ehering. Ja, ich hatte mich schon über den Ring gewundert, aber das erklärt einiges. Im Bus sieht Rose eine Mutter mit ihrem Kind und geht dann zu Ethans Grab. Während sie mit ihrem Vater spricht, bemerkt sie einen Mann, der aussieht, als gehöre er zu einem Sicherheitsdienst. Na, natürlich erfahren wir da nicht mehr. Von links nach rechts die Pistolen Lebi und V61 Custom sowie eine Rohrbombe. Unten sieht man die voll aufgerüstete Custom. Oben sieht man die Pistole M1851 Wolfsbane. Sie hat eine Wolfsgravur und wird mit Magnum-Munition vom Kaliber 50 geladen. Ja, ich finde die schon wirklich schön, ne? Mega. Oben das F2 Rifle und unten die SIG 12. Beide sind voll mit ihrem Spezialzubehör aufgerüstet. Das Scharfschützengewehr ist ein Repertoiregewehr französischer Bauart. Hier wäre auch noch was gewesen. Darunter befindet sich die Schrotflinte M1897, in die ein Adler eingraviert ist. Das unten ist der GM79 Granatwerfer. In den Griff ist ein Pferd eingraviert. Die M1911. Rechts sieht man die voll aufgerüstete Version. Heisenbergs Waffe, Marke Eigenbau, ein Kampffahrzeug, ausgestattet mit Geschütz- und rückstoßfreiem Maschinengewehr. Es hatte auch einen großen Motor mit Lader. Die Ketten haben wir schließlich viel größer geschaltet, als wir ursprünglich vorhatten. Naja, sieht halt so bedrohlicher aus, ne? Und damit sind wir durch mit dem Konzeptart. Sehr, sehr schön, ich liebe sowas. Und das war sehr umfangreich. Großes Lob. Hä, lol? Als ob ich dafür sogar Punkte bekomme, wenn ich mir das anschaue. Ja, nice, nice. Dann haben wir hier zum Ende hin noch die Modelle. Einmal Ethan Winters, den man im ganzen Spiel ja nicht einmal
mit Gesicht sieht. Aber es gibt eine Mod, die diesen schwarzen Dusk entfernt, sodass man sein Gesicht sehen kann. Ich denke, ich blende das an dieser Stelle mal ein. Weiter geht's mit Rose. In Babyform. Das Spiel hat übrigens das best animierteste Baby bis dato. Schon echt wild. Dann Chris Redfield. Ich find's auch krass, wie weit man da ranzoomen kann. Also, das sind schon sehr, sehr hochauflösende Modelle. Feier ich. Der Duke. Manches möchte man aber nicht aus der Nähe sehen. Oje. Ja, cooler Wagen, ne? Cooler Wagen, doch. Da hat er die Fische, die mir gefehlt haben. Lul. Die Hexe. Wie gesagt, schade, dass sie nicht eine größere Bedeutung hatte. Es war ein sehr gruseliger, cooler Charakter mit einer epischen Synchro. Ein Lycan. Sehr bedrohlich. Lycan groß. Nette Brustbehaarung. Kann man schon sagen. Der Varkolak setzt dem Ganzen noch die Krone auf. Urias mit seinem großen Hammer. Alkina Dimitrescu. Ja, ich weiß, was ihr sehen wollt. Hier, bitteschön. Nicht schlecht auf jeden Fall. Hat sich auch gut gehalten, du. Okay, hätten wir das. Ja, wobei, jetzt können wir die mal genauer unter die Lupe nehmen und final sagen, welche die heißeste ist. Aber ich denke schon, dass es sie sein wird. Bella. Von der würde ich mich schon killen lassen. Und ihr? Da bitte Messer als Kette? Uff. Cassandra. Ich versuche übrigens die ganze Zeit auf die Gesichter zu zoomen, ne? Nicht, dass ihr jetzt denkt, ich bin die ganze Zeit nur auf Dekolleté. Nein, nein, ich versuche wirklich, ich schwöre, ich versuche das Gesicht zu zeigen. Sie ist okay, sie ist okay. Aber Bella ist mehr mein Favo. Ja, und sie ist tatsächlich aus der Nähe auch nicht verkehrt. Aber ja, ich bleibe bei Bella. Ich mag auch die schwarzen Umhänge von denen, ey. So scary. Moraika. Das sind ja allesamt Frauen, wie wir erfahren haben. Ja, da kommt man wirklich nicht direkt drauf. Da haben die Entwickler recht. Samka. Ach du Scheiße, ist das ekelhaft.
Wie das wackelt, Alter. Holy shit. Oh my goodness, no. Weg damit. Mutierte Lady Dimitrescu. Ja, das ist jetzt nicht mehr ganz so ansprechend wie die menschliche Form, ne? Zu wild, zu wild. Donna Beneviento und Angie. Was eine gruselige Puppe, Alter. Echt krank. Apropos krank. Muss ich dazu noch irgendwas sagen? Oh boy. What the hell? Why? Oh Mann. Der Glöckner von Notre Dame? Uff. Hier wissen wir, warum er den Umhang trägt. Bah. Das ist so abnormal. Digga. Also in der Form ist er wirklich am schönsten. No joke. Aber ja, er hat wirklich ein trauriges Schicksal. Er tut mir nach wie vor sehr leid. Heisenberg. Der hat schon ein cooles Design. Ja, ja. Ich feiere es auch, wie jeder einfach dachte am Anfang, dass der von Jack Black gespielt wird oder beziehungsweise daran orientiert ist. Sein Hauler. Das sind die ärmsten Schweine, die mit denen er die Experimente macht. RIP. Soldat 1. Mit dem furchtbaren Bohrer. Soldat 2 mit 2. furchtbaren Bohrern. Und auch ein bisschen mehr aufgeschnibbelt. Holy shit. Soldat Jet. Vollständig ausgestattet mit Panzerung und Gadgets. Aber nichts gegen ihn hier. Der ist wirklich komplett vollgepackt. Das ist total übertrieben. Witzig finde ich auch, wie die ganzen einzelnen Waffen hier mit so Drähten aneinander befestigt sind. So ganz billig, so. Sturm. Ja, es kann schon mal passieren, dass du da mit deinen Armen an die Kreissägen gelangst. Ne? Mutierter Heisenberg. Wo ist denn da sein Gesicht eigentlich? Hat er überhaupt noch eins? Ah, ich weiß nicht. Lass mir jetzt so abgespaced. Chris Redfield B. Das müsste der Zeitpunkt sein, als alles zu brennen beginnt. Amber Eyes. Nie wirklich groß aufgefallen. Aber schöner Game Boy Advance da auf der Brust. Kanin. Mit dem Wolfslogo. Schön, schön.
Night Hall. Lobo. Tundra. Sieht eigentlich fast alle gleich aus, sage ich euch ganz ehrlich. Der BSAA-Soldat. Oha, der Megamyzet. Urias Treyer, der Bewacher des Megamyzeten. Und einer ganz, ganz krassen Waffe. Shish. Miranda. Wild. Mutierte Miranda. Bist halt schon ein paar Jährchen alt, ne? Dazu noch der Schimmel. Bah, die Hände. Bruh. Mutierte, fliegende Form. Die Spinnenform. Da muss ich los. Berserker. Rosemary Winters, erwachsen. Wie alt würde mich interessieren? Lemmy. Lemmy voll ausgerüstet. M1911 voll ausgerüstet. V61 Custom voll ausgerüstet. M1897 voll ausgerüstet. W870 voll ausgerüstet. SIG 12 voll ausgerüstet. F2 Rifle voll ausgerüstet. M1851 Wolfsbane. Nee, warte, die will ich mir nochmal genauer ansehen, weil die ist halt wirklich so geil, Alter. Wenn ich mal ermordet werde, dann durch die, bitte. M1851 Wolfsbane, voll ausgerüstet. Steak. Das müsste so eine Bonuswaffe sein, die man erst im zweiten Spieldurchlauf benutzen kann. Steak. Voll ausgerüstet. GM79. WCX. Karambit. Usm Ai. Dragoon. Hand Cannon PZ. Raketenpistole. Thor's Hammer. AW Modell 02. MA-51 GQ Custom HWS. GL-7 HWS. SA-110 Scharfschützengewehr HWS. PT Maschinengewehr HWS. Wie viel gibt's denn da noch, bitte? Heisenbergs Kampffahrzeug. Haben wir hier auch noch. Und damit, liebe Freunde, sind wir am Ende. Am Ende von Resident Evil Village. Es war ein Fest. Hoffen wir alle,
auf einen baldigen Release von Resi 9 oder zumindest coolen Story-DLCs. Wer weiß, vielleicht kommt ja noch was. Aber selbst wenn nicht, es war ein schönes Projekt. Es hat mich sehr gefreut, dass ihr so dabei gewesen seid. Danke euch und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.